Der nächste Redner ist der Kollege Glauber. Bitte schön, Herr Glauber. Frau Präsidentin, Präsidium, Frau Staatsministerin, Herr Staatssekretär, Kolleginnen und Kollegen der CSU-Fraktion, verehrte gesamte Kolleginnen und Kollegen der CSU-Fraktion, Erwin Huber, ehemalige oder einmalige kraftvolle CSU-Politik, die sah mal anders aus. Wenn man hier sich herstellt und sagt, man hat ein tolles Programm geschaffen, da haben Sie jetzt zwar lange geredet, aber den Wesenskern haben Sie überhaupt nicht berührt. Sie kommen damit um die Ecke zu sagen, die Gemeinden werden sich freuen, in Zukunft Mobilfunkmasten zu betreiben. Also den Bürgermeister, den Gemeinderat müssen Sie mir zeigen, der sich hier freut, einen Mobilfunkmasten betreiben zu müssen. Und weiße Flecken bleiben weiße Flecken. Und da brauchen Sie nicht die Gemeinden und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister dafür einsetzen, diese weißen Flecken zu lösen. Und früher war es mal so, dass eine CSU-Fraktion, in der viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister heute noch sitzen und leider scheinbar unter ihren Abgeordneten nicht viele mehr in einem Kommunalparlament sitzen. Weil wer in einem, schauen Sie doch nach Oberfranken, zählen Sie die oberfränkischen Kollegen, wer alles in einem Kommunalparlament sitzt. Und wenn Sie dann immer noch der Meinung sind, dass eine kleine Gemeinde, wir sprechen von den kleinen Gemeinden in Bayern, eine kleine Gemeinde hat oft eine Verwaltung mit 3, 4 Mitarbeitern. Diese 3, 4 Mitarbeiter plus Bürgermeisterin, die sollen jetzt den Mobilfunkmast bauen. Und Sie haben eingangs angesprochen, der Bund wäre dafür zuständig gewesen. Bei der Versteigerung der Netzfrequenzen war immer unser Petitum beim Ausbau des Breitbands, haben wir Ihnen schon vorgehalten, wenn Sie Breitband in Deutschland ausbauen in Bayern, dann gehen Sie her und kombinieren Sie lukrative Gebiete mit nicht lukrativen. Das ist ein Modell, das immer gegangen wäre. Beim Ausbau der Mobilfunkmasten hätten Sie nur dafür sorgen müssen, dass wer in München, in Nürnberg, in Würzburg einen Mobilfunkmasten errichten will, muss einen im weißen Flecken des Landes mitbauen. Das wäre betriebswirtschaftlich sinnvoll gewesen. Wir hätten kein Geld der kleinen Gemeinden anfassen müssen. Und wir sprechen von 50.000 bis 60.000 Euro. Ein Mast für 300.000 Euro ist ein Schnäppchen. Und wenn dann die Gemeinde vor Ort 60.000 Euro für ihren Mast zahlen muss, ja, und in der Stadt geht er für umsonst, wo ist denn da ein lukratives Modell? Das müssen Sie mir mal erklären. Und da muss ich mich fragen, wo sind Sie denn da mit Ihrer heute Morgen bei der Straßenausbaubeitragssatzung? Waren Sie noch die Fürsprecher der Gemeinden? Wo sind Sie denn jetzt die Fürsprecher der Gemeinden? Sie lasten den Gemeinden Aufgaben auf, die sie nicht leisten müssen. Dann nur zu. Dann bleiben wir beim Thema der Versorgung. Wie wollen Sie denn gemeindescharf feststellen, wie dort der Mast strahlen soll? Wie soll denn die Gemeinde das letztendlich lösen? Strahlt denn der Mobilfunkmast nur noch auf eine Gemeinde? Sie werden natürlich dann, und wen bringen Sie denn dann ins Boot? Wenn, dann hätten Sie zumindest ganze Gemeindegebiete ansprechen müssen, aber doch nicht einzelne Gemeinden, die dort einen Mast errichten. Dann das Nächste, der laufende Betrieb. Soll der laufende Betrieb tatsächlich durch einen kleinen Gemeinderat gestemmt werden mit der kleinen Verwaltung? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie hätten, Kolleginnen und Kollegen, wenn kraftvolle Politik, dann gehen Sie her und sind Sie selbstbewusst. Wir haben im Doppelhaushalt 2x40 Millionen genau für dieses Thema eingestellt. Gehen Sie her im Wirtschaftsministerium, gehen Sie her seitens der Staatsregierung und lösen Sie die Aufgabe. Wenn Ihnen Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen in Bayern wirklich ein Anliegen ist, dann setzen Sie sich für diese Gleichwertigkeit ein und übernehmen diese Aufgabe, und zwar zu 100%. Denn unsere Gemeinden im ländlichen Raum und unsere Bürgerinnen und Bürger haben es mehr als verdient, dass sie genauso versorgt werden. Und zwar zum Nulltarif wie städtische Gebiete. Und wo da die Gleichwertigkeit bleibt, das müssen Sie uns noch erklären. Es wäre sinnvoll gewesen, über den Bundesrat in der Großen Koalition mit den Telekommunikationsbetreibern. Wir haben 3 Stück. O2, Vodafone und Telekom. Es wäre wichtig gewesen, ein nationales Roaming zu erreichen. Mit nationalem Roaming, da würden wir deutlich weiterkommen, denn die Masten stehen in der Fläche. Und wenn die Betreiber genau den ländlichen Raum versorgen wollen, dann hätte man über nationales Roaming deutlich mehr erreichen können. Wir wären schneller vorangekommen. Auch das wäre ganz klar deutlich betriebswirtschaftlich günstiger gewesen. Und das wäre die Aufgabe gewesen, sowohl auf Bundesebene wie auch auf bayerischer Ebene, da alle Anstrengungen hin zu investieren. Deshalb
bitte ich alle Abgeordneten in diesem Parlament, wenn Sie Gleichwertigkeit der Lebensbedingungen wollen, wenn Sie dafür sorgen wollen, dass Sie es wirklich ernst meinen, damit unsere Gemeinden draußen im ländlichen Raum nicht weiter belastet werden, dann stimmen Sie keinesfalls dem CSU-Antrag zu, denn der ist so nicht zu vertreten. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Es ist Aufgabe der Staatsregierung und man erkennt ja aus der BOS-Diskussion, man scheut sich davor, die Diskussion um den Mobilfunkmast zu führen. Und deshalb sollen dann auch noch die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte diese Aufgabe übernehmen. Nein, wenn der Freistaat es will, dann auch Gesicht zeigen, hinstellen und die Masten draußen vertreten, aber nicht die Aufgabe den Gemeinden übertragen. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Bitte bleiben Sie.